musste die letzten 3 Wochen Filme gucken, die du da reingetan hast. Das ist wie ein Huhn. Du kannst aber auch keine ganze Banane essen. Nein, das geht nicht. Bananen kann man nicht. Vielleicht vloggen wir das hier in diesen Wochen. Vielleicht, je nachdem wie gut wir vloggen. Hallo, hier haben wir final das finale geile Essen des Abends. Hallo. Guten Tag! Hallo, wir haben Samstag und wir ziehen jetzt einen Film. Wir ziehen jedes Wochenende einen Film aus einem Beutel. Und wenn ihr unseren Podcast hört, habt ihr schon mitbekommen, dass wir die letzten 6 Wochen nicht meine Filme... Ja, komm, schwenk mal auf mich. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock, weil jetzt kommt irgendwie Bibi Blocksberg oder Casper und... Florian, ich musste die letzten 3 Wochen Filme gucken, die du da reingetan hast. Und wie viele davon waren schlecht? Einer. Das war nur so halb. Ja, es war... Sind wir schon da? Den fand ich nicht so geil. Okay. Letzte Woche haben wir Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Den fand ich sehr gut. Und du hast dir noch so einen Film ausgesucht einmal. Das war... 3000 Years of Longing. Ja, 3000 Years of Longing. Der war auch ganz gut. Und davor hatten wir Wilde Kerle. Baymax haben wir auch noch geguckt. Stimmt, ja. Und Scooby-Doo. Ja, das waren 3 Filme, die wir zusammen reingetan haben. Aber ich habe noch nie einen gezogen, den ich reingetan habe. Ja, wir vloggen das auch gerade parallel für TikTok. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie wir das jetzt aufnehmen. Wir zeigen euch einfach gleich, welchen Film. Ja, stimmt. Ihr müsst den Moment ja nicht mitkriegen. Auf TikTok könnt ihr folgt auf TikTok und Insta. Na, was ist es geworden? Es ist ein guter Film geworden. Also ich habe auch schon Bock darauf. Also einer der Filme, wo ich schon Bock habe. Jetzt nicht der krasseste, aber schon. Ja. Aber es ist ein Film, den wir beide zusammen reingetan haben. Also haben wir immer noch nicht einen Film gezogen, den ich reingetan habe. Aber ich bin ein bisschen ehrlich, ich glaube, du hast ein bisschen mehr Lust drauf. Also immerhin das. Ich habe auch ein paar Filme, auf die ich mehr Lust drauf gehabt hätte, die ich reingetan habe. Die nur du, ja. Okay, ja. Naja, aber nee, ist schon, das ist schon einer meiner Top 4. Ist auch gut für den Vlog heute, immerhin haben wir beide Bock drauf. Ja. Was wird das? Safe, ne? Safe. Unser Hund hat OCD. Ich hab so Hunger, wir holen jetzt Essen und ich freue mich so sehr. Wir haben gerade fertig gegessen. Wir sind die weltschlechtesten Vlogger. Es gab Sushi und du hattest Curry mit Reis und Tofu. Und da läuft Shrek. Du musst den kaufen. Wirklich? Den gab's nirgendwo. Warum gibt's so, Shrek ist so 23 Jahre alt. Warum haben die nicht irgendwelche Streaming-Plattformen? Nein, diesen Monat muss man den bei Amazon leihen. Die Zukunft! Jetzt haben wir 4 Euro dafür ausgegeben. Naja. Das ist schlimmer als wir sind wir schon wahr. Da mussten wir auch leihen. Gleich gibt's Donuts. Ich will nur mal kurz noch anmerken, wir haben jetzt eine Woche später, der Vlog kommt morgen online. Und wir haben schon wieder einen Film gezogen, den Flo reingetan hat. Wir haben 7 Wochen lang nicht einmal meinen Film gezogen und wir hatten gleich viele Filme drin. Naja, heute Abend gucken wir Der Wichser. Bei mir ist gestern was per Post angekommen und zwar der Purelay Adventskalender. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil ich damit ein neuer Mensch werde. Ich trage nämlich schon immer, seitdem ich Schmuck trage, Goldschmuck. Und ich habe mich aber schon immer mal gefragt, bin ich vielleicht sogar ein Typ für Silber? Vielleicht steht mir Silber ja sogar besser. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir den Purelay Adventskalender in Silber. Damit habe ich direkt 25 Schmuckstücke in Silber. Ja, der Kalender hat 25 Türchen, weil in Hawaii Weihnachten am 25. Dezember gefeiert wird. Falls ihr die Marke schon kennt, die ist sehr von Hawaii inspiriert und genauso auch die Adventskalender-Kollektion. Jetzt gerade trage ich zum Beispiel hier auch meine Purelay Lieblingsohrringe in Gold. Ich trage generell schon seit Jahren den Schmuck von Purelay. Ich finde, die Qualität ist richtig gut. Und den Kalender könnt ihr in Gold, Silber, Roségold und jetzt neuerdings in Gold, Silber gemischt kaufen. Also falls ihr euch auch nicht ganz entscheiden könnt oder dass ihr beides auch gerne zusammen kombiniert. Der Kalender hat einen Gesamtwert von 905,50 Euro und ihr kriegt den für 189 Euro. Ich habe den jetzt extra für euch schon einmal komplett ausgepackt, um mir natürlich ein Bild davon zu machen, was da drin ist, wie die Qualität und so ist, ob ich dafür werben möchte. Und falls ihr nicht gespoilert werden wollt, dann skippt jetzt am besten ein paar Sekunden, weil ich werde jetzt meine Favorites und so ein bisschen was zeigen. Und natürlich auch, weil ich eure Meinung hören möchte, wie ihr Silber an mir findet. Das müssen wir jetzt gleich auch nochmal testen. Das ist noch einmal mein altes Ich mit goldenen Ohrringen. Also ich zeige euch jetzt mein absolutes Favorite-Schmuckstück aus diesem Kalender. Diese Ohrringe. Ich finde die so wunderschön. Und hier bin ich mit Silberschmuck. Was sagt ihr? Ich finde es irgendwie richtig cool. Hier, ich zeige euch mal ein paar der Ringe. Also unter anderem sind diese 3 Ringe in dem Kalender. Ich finde die auch alle 3 wunderschön. Gold ist irgendwie so edel und Silber ist so ein bisschen cooler. Diese wunderschöne Kette, die ist so aus 2 Layern. Und die hat auch direkt einen Anhänger mit bei. Dann haben wir noch diese Kette, die ist so ein bisschen grober. Muss ich mich noch so ein bisschen reinfinden, wie ich die am besten layern kann. Oh mein Gott, ich glaube, Silber steht mir gut, oder? Ist Silber besser als Gold?
Leute, habe ich jahrelang das Falsche gemacht? Ich glaube, ich mag das voll. Vor allem Ketten. Oh, ich bin einfach ein neuer Mensch jetzt. Naja, falls ihr auch ausprobieren wollt, wie ihr als neuer Mensch aussieht oder auch wenn ihr euch sicher seid, was euch gut steht, findet alles in der Infobox verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich lieb's. Ich find's richtig cool. Ich seh so scheiße aus. Ich war einfach wie so hässlich hier jetzt in diesem Moment. Das ist einfach diese Aufnahme beenden, oder? Boah. Das ist wie ein Huhn. Wie ein Hurensohn, sicher. Finde ich hübsch. Ja, das hat eine okay Konsistenz und das ist dann noch scheiße geworden. Das ist jetzt flüssig und breiig, weil ich es in die Mikrowelle getan habe. Das Breiige mit dem klumpigen, flüssigen, klumpig und. Diese Klümpchen sehen nachher aus wie so Hautklümpchen. Also wenn du so eine Suppe hast und dann ist das auch so. Ja, wir essen ja was anderes. Keine Ahnung. Ich wollte uns Brei machen. Hier ist dieser Reisbrei. Ich habe einen Bock auf Babybrei-Zeugs. Man könnte halt noch mehr reinmischen, aber darauf habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Nee, das ist okay, das fühle ich. Ich, ich gebe auf und wir essen jetzt Kellogg's. Genau. Es ist eine Banane geworden zum Frühstück. Wie viel reicht denn Banane? Eine für zwei Personen auch. Du kannst aber auch keine ganze Banane essen. Nein, das geht nicht. Bananen kann man nicht, das ist zu viel Banane. Gib mir eine halbe Banane, einen halben Apfel, eine kleine Mandarine, ich esse das, aber eine ganze Banane. Orange auch nur halbe. Oh, geht nicht. Hallo Leute, ich war einkaufen und es gibt mal wieder einen Wocheneinkauf. Herzlich willkommen zu einem neuen Wocheneinkauf. Das hier ist Vanessa Berg, mein Name ist Florian Schulte-Logerbär. Und ja, Vanessa, was hast du den Followerinnen heute mitgebracht? Ich möchte vorher noch mal kurz was ansprechen. Es ist etwas kühler geworden. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Und es ist genau die Temperatur, die ich geil finde für Klamotten. Ja. Und wer trägt seit zwei Tagen das Gleiche? Also ich mag es auch sehr gerne, was ich anhab, aber eigentlich freue ich mich, weil man so... Ich wusste heute nicht, was ich anziehen soll, also habe ich einfach das angezogen, was ich gestern anhatte. Ich trage nicht, ich mit keiner spazieren. We have some Bananis. Bananis. Mega klein geworden sind. Das sind durchschnittliche Bananen. Schon lange. Papriki. Ein paar Trauben. Die sind richtig. Wenn die nicht gut sind, ne? Die sehen, ich dachte eben erst, das wären Blaubeeren. Die sehen richtig krass aus. Die sehen richtig dunkel aus. Also wenn die nicht süß sind. Flat. Das ist so frech. Was für eine Ente soll ich da hinpacken? Ganz viele kleine. Nee, ganz sicher nicht. Zucchini. Der komische Bruder von Zucchini. Gurke. Gurki. Gurki. Zwiebeln. Zwiebeln. Champignonsies. Champignonsies. Ein bisschen Skrrr. Übrigens hat schon eine. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade so komisch das benannt habe. Also. Also wer sagt denn Zucchini? Yeah. Das hier, das ist der beste Geschmack von High-Protein-Pudding, den es gibt. Das ist auch der einzige, den ich essen White möchte. Choc. Wir haben ein paar Mini-Tomaten. Die sind viel größer als du gerade, weil du hast keine Crocs an. Ich habe Crocs an. Ja, Entschuldigung. Ich würde aber auch dann fast nicht mehr ins Video passen. Das stimmt natürlich. Veggie Butcher, Chick-fil-A Flakes. Durum. Durum. Ramsies. Diese Woche gibt es Burgers, weil wir haben Cheddar. Aber keine Burger Buns, weil die guten gibt es nur bei Rewe und da waren wir heute noch das nicht. Das stimmt. Hier, ich habe diese Salami-Sticks hier gekauft, weil Salami-Sticks sind schon das Geilste, was es gibt eigentlich. Und wir haben noch keine guten Ersatz-Salami-Sticks gefunden. Ja, und die habe ich aber schon gehört, dass die gut sein sollen. Vielleicht vloggen wir das hier in diesem Vlog noch. Vielleicht, je nachdem wie gut wir vloggen. Wir haben es fast verkackt. Wir haben es nicht verkackt. Sieht nicht so geil aus. Jetzt sieht das wie eine Beefy. Ist da eine Haut? Aber es riecht gut. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht Plastik. Aber ist schon gut. Ja, es sind auf jeden Fall die besten, die wir bis jetzt hatten. Aber ich würde sie mir nicht holen, weil die kommen nicht an Salami-Sticks ran. Leider. Dann esse ich die wohl. Haben die gute Gains? Boah, wenn du 100 Gramm davon essen würdest. 34 Gramm Proteine. Eine so eine Packung hat so 45 Gramm. Hast du es nicht mal so viel drin? Nee, eben. Kann man essen? Bis jetzt habe ich noch nie geschafft, von einer Salami-Stick-Dingens mehr als zwei Bissen zu essen. Bist du auf den Toast? Hallo, Omi.
Oh, ich liebe Saft, ne? Ich auch. Und hier ist einfach. Ich habe auch so Bock gerade. Ich habe aber auch einfach Durst. Ich brauche mehr Wasser. Wir haben aber auch, wir haben da sogar noch einen Saft. Wir haben heute nichts getrunken im Leben. Das stimmt. Wollen wir ein Glas Saft? Ein bisschen schon. Knoblauchpulver. Die besten Maultaschen für die beste Maultaschensuppe von meinem Schotz. Mein Schatz, die macht die beste Maultaschensuppe. Lecker, lecker. Eine Schwester. Weiß, was ist fein, die schiebe ich mir jetzt rein. Mozzarella. Drei Zwiebelquark. Nicht zwei, drei Zwiebelkraut. Gibt es überhaupt drei Zwiebeln? Also hier ist Frühlingszwiebel und normale. Frühlingszwiebel, vielleicht Frühlingszwiebel, Rotzwiebel und Schalotte oder so. Ach so, ja. Das oder Gemüsezwiebel. Ja, oder Zwiebel. Zwiebel vielleicht auch. Ich weiß nicht, wieso ich das gekauft habe, aber alle auf TikTok sagen, dass man das trinken soll. Für Gesundheit? Ja, es soll sehr gut für den Darm sein. Für Damen. Für Damen auch. Ach, hier haben wir übrigens noch ungesüßte Cornflakes. Und Kartoffeln. Kartoffeln liegen da noch. Kartoffeln. Natürlich drüben Apfelsaft. Du warst heute richtig saftig. Dann haben wir noch Eier. Ja, und dann und als letztes habe ich noch eine kleine Bodylotion. Seit den letzten zwei, drei Duschgängen keine Bodylotion mehr. Und ich creme mich eigentlich jedes Mal nach dem Duschen ein. Das war schlimm. Aber weil du es gewohnt bist? Ja, eigentlich habe ich es nicht gemerkt. Meine Haut hat jetzt nicht krass gespannt. Also eigentlich gar nicht gespannt und so, was ja eigentlich gut ist. Aber trotzdem, es hat mir gefehlt. Jetzt kann ich mich wieder eincremen. Im Herzen hat das gefehlt. Das war es mit diesem Wocheneinkauf. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und Freude im Leben. Vielleicht findet ihr ja sogar etwas wie zum Beispiel Kartoffeln, das ihr noch nicht gekauft habt. Und ihr werdet jetzt überlegen. Auch mal mit ein paar Lauchzwiebeln. Oder vielleicht sogar, wie Vanessa sagen würde, mit Zucchini. Sei doch nicht so lächerlich. Ciao. Wir gehen gleich noch ins Kino und vorher mache ich uns eben Abendessen. Und das wollte ich euch mal zeigen, weil das schmeckt sehr geil. Ich habe das schon mal auf Instagram oder so, glaube ich, geteilt. Aber macht es nach. Also wir haben hier einmal als Basis diese Dinger hier. Darauf habe ich so eine kleine Schicht Mayo gemacht. Darüber Champignons. Die habe ich vorher angebraten mit Salz, Pfeffer, Paprika und Kräuter. Sechs Kräuter oder sowas. Und das ist jetzt da drauf. Und da drauf kommt jetzt noch Käse. Dann kommt das so für 15, 20 Minuten in den Ofen. Und dazu machen wir hier noch aus Kartoffeln so Kartoffel, Pommes, Kartoffelecken, keine Ahnung. Ich liebe das. Das hatten wir auch richtig lange schon nicht mehr. Hallo, hier haben wir final das finale geile Essen des Abends. Was sagen Sie? Geile Essen. Final. Kaya, was sagst du? Präge Schat was Devan? Nein, du kriegst es. Mano. Oh nein. Das ist kein Hundeessen. Egal. Wir fahren jetzt ins Kino und gucken Beetlejuice, Beetlejuice. Wir haben den ersten nicht gesehen. Laut Vanessa braucht man den nicht. Ich glaube, es ist kein zweiter Teil, sondern es ist einfach der gleiche Film, nur neu gedreht. Aber weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch, ne? Ich glaube, es ist nicht die gleiche Story, aber es spielt einfach... Später. Ja, es ist einfach das, ja... Ja, dieser Beetlejuice, der kommt ja einfach, wenn man was Bestimmtes macht. Und ich glaube, das ist einfach, dass er 40 Jahre jetzt nicht kam. Ne? Genau, und das ist jetzt einfach random was anderes. So. Nächste Generation vielleicht, keine Ahnung. Wir sagen euch gleich, wie wir ihn fanden. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass er uns ein bisschen zu... Albern? Ja. Ja, kann sein. Aber kann auch sein, dass er cool ist. So. Wir haben immer sehr viel Pech im Kino, weil immer, wenn wir im Kino sind, sitzen um uns rum, genau um uns rum Menschen, die nerven. Kriegt gleich eine Auflösung, ob es wieder so läuft. Wir sollten eigentlich nicht ins Kino gehen, aber wir lieben Kino eigentlich voll, weil Popcorn und so. Nächste Woche geht schon wieder ins Kino. Stimmt. Wir vloggen auch immer, nur wenn wir ins Kino gehen. Das hier ist ein Filmchannel. BG. Hey Leute. Hey Maus, was hast du da? Den besten Ball der Welt. Der sieht aber richtig cool aus. Danke, ich weiß. Was magst du da? Mein Ball. Willst du damit nicht mehr spielen? Kann ich mitspielen? Nein. Oh, dieser Ball sieht ja cool aus. Ja, es ist der beste Ball. Was macht hier? Fugi hier. Oh. Wer hier ist Fugi? Okay. Nein, Juno K. Peng. Nailas Mal. Gib mir Ball und Gott. Kannst du gar nicht sagen, ne? Wir haben gestern gar nicht mehr gefilmt, wir waren im Kino. Wir wollten euch noch ein Feedback geben, wie wir den Film fanden. Was ist hier so dreckig? Siehst du das hier? Ist so milchig. Es geht nicht mehr weg. Kann sein. Wie fandst du den Film? Ich fand den Film gut, hatte aber zwischendurch das Gefühl, man müsste so ethisch, könnte schon den ersten erst gucken. Was für einen Film meint ihr? Genau, Kaya findet. Und wie fandst du den? Ja, also man muss den ersten nicht gucken, von 1988 oder so. Ja. Aber man wüsste ein bisschen mehr, man konnte es sich so herleiten. Ich fand den auch gut, ich fand den auf jeden Fall... No.
Sieht so böse aus, wenn deine Nase so crunched. Ich hoffe, euch stört das Geräusch nicht. Ich fand den auf jeden Fall auch noch mal viel besser, als ich erwartet habe. Richtig cool. Ich hatte mir direkt am Anfang gedacht, der sollte so einen Monat später rauskommen, so zur Halloween-Zeit. Yo. Die Atmosphäre im Film war cool. Ich fand, im Trailer hatte ich ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen schlecht und billig sein könnte, aber das fand ich gar nicht. Also das, was man vielleicht als schlecht erwartet hätte, so die Jokes und die Practical-Effekte, so, die waren aber sehr gut alle. Aber ich muss die Folie von meinem Handy machen. Das ist doch hier, hier ist doch milchiger als hier. Wann kann ich denn mal ins Kino? Kann ich da auch noch mal was sagen? Gerne zu Paw Patrol. So, und jetzt noch unser Feedback zu unserem Kinoerlebnis. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Ja, es ist, wir manifestieren das halt auch, glaube ich, einfach, ne? Das ist das. Das kann doch nicht sein. Manifestieren, glauben. Dieses Kino, das war der größte Saal des Kinos und der hat so drei Bereiche. Und es war gar nicht so voll. Also insgesamt waren vielleicht 20 Leute da oder so. Und in unserem Bereich waren vier Paargruppen. Also drei Paare und einmal zwei Frauen. Ja. Weiß ich nicht, Mutter, Tochter oder zwei Freundinnen oder so. Konnte nicht einschätzen, wie alt die sind. Die haben so viel gelabert. Die haben den halben Film gelabert. Es hat sogar eine Person, die ermahnt. Also, die saßen ganz hinten in der Reihe und wir saßen so drei, vier Reihen davor, aber ganz links, sodass wir nicht in deren Sichtfeld waren. Dann nochmal zwei, drei Reihen vorher saßen nochmal zwei Paare in deren Sichtfeld. Ey, und die kommen da rein. Es war auch wieder die letzten, die reingekommen sind. Die haben den ganzen Trailer durchgeredet, was ich noch okay finde. Ich denke mir so, okay, von mir aus redet halt, wenn euch die Trailer nicht interessieren. Vor allem, man sieht ja immer dieselben 30 Trailer. Wir haben jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal den Wicked-Trailer gesehen. Ich habe so keinen Bock auf diesen Film mittlerweile. Ja, okay. Und dann haben die aber auch noch den ganzen Film durchgeredet. Und man hat die ganze Zeit so... Und wirklich, die haben die ganze Zeit geredet. Ich weiß gar nicht, was ein Mensch so viel reden kann. Worüber die reden... Vor allem, wenn die Freundinnen sind zum Beispiel, dann trifft euch irgendwo anders, wenn ihr reden wollt. Und ich glaube, dann haben die auch über den Film geredet, aber trotzdem die ganze Zeit. Wenn wir uns mal was sagen, dann ist das so, das ist die Stimme von Phil Dunphy. Und dann dieses Pärchen, so fünf Reihen vor denen, da hat sich der Typ einmal umgedreht und hey gesagt. Hat die nicht gejuckt, glaube ich, weil dann haben die weitergeredet. Ich glaube, die haben dann sogar drüber gelacht, weil irgendwann habe ich die ein bisschen kickern. Ja, die haben immer wieder mal gelacht. Dann hat sich die Frau auch einmal umgedreht und so versucht, die anzusprechen und sozusagen, yo, seid mal ruhig. Und dann hat sich der Typ auch nochmal der ist aufgestanden, hat sich umgedreht und so gemacht. Ja. Und dann waren die wirklich die andere Hälfte des Films leise, aber ich weiß nicht, ob es daran lag oder daran, dass der Film einfach spannend wurde, so. Das klingt nach Problemen, die ich nicht habe. Ja, willst du auch mal ins Kino? Ja, aber ihr wollt nicht. Naja, Film war gut. Kino ist halt nicht unseres einfach. Ey. Aber immer auf Filme warten, bis sie auf Netflix kommen, auch kein Bock. Nächste Woche gehen wir schon wieder ins Kino wahrscheinlich. Und die Woche danach kommt dann auch noch 2 und sowas. Was sagen Sie? Was ist der Loss? Ein bisschen zu weit kreuz. Hallo, würdest du nicht Platz machen? Ich bin Rettungskaya. Wo ist der Schmerz? Sitz. Und hoch. Fein. Und guck hier. So Leute, das war's mit diesem Video. Lass dein Leckerli und dein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Du bist so süß. Ich hatte fast die Arschloch in meinem Gesicht.